Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit unserem coolen aufgebauten Team, was mir gerade noch, was heißt gerade, was mir eingefallen ist, weil man ja doch manchmal über Spiele nachdenkt, während man sie nicht spielt. Ich hätte ja auch statt der Klinge des Nordens, glaube ich, einfach mir einen Waldläufer holen können, anheuern können und da vielleicht dann auch einen Waldelf-Waldläufer nehmen können, aber ich glaube, das gefällt mir gar nicht so gut, weil erstens hätten wir dann auf einen Hauptcharakter, der eigentlich einen ziemlich coolen Charakter ist, einen ziemlich coolen Charakter hat, auf den hätten wir verzichten müssen, auf Will, der wäre dann im Lager geblieben und ich weiß nicht, so einen Söldner anheuern oder wirklich den Hintergrund und blabliblub, schnischna schnupp, das ist nicht mein Ding, von daher passt das schon so besser, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist, jetzt die Hauptcharaktere da einfach in der Klasse zu ändern, aber das machen die natürlich, damit man, also ich verstehe diese Dynamik, dieses System dahinter, die Programmierer wollten natürlich, dass man in der Lage ist, mit den Hauptcharakteren zu spielen und gleichzeitig aber Klassen zu verwenden, die man selber möchte und nicht gezwungen ist, wie das sonst ja immer der Fall ist, bei der Klasse zu bleiben, die eben der Hauptcharakter eigentlich laut Story hat. Wenn man da keinen Bock drauf hat, kann man das ändern. Zum Beispiel kann ja auch sein, man hat keinen Bock darauf, dass Will ein Hexenmeister ist, der Unholde als wie hieß das, als Lehrmeister, wie auch immer hat, sondern lieber in die Feenrichtung gehen oder in die, ich weiß gar nicht, was das dritte war, es gab ja drei verschiedene Möglichkeiten. Von daher, ja. Gut, wir haben jetzt mit dem Zöllner noch nicht geredet, wir machen jetzt einfach ganz schnell das, was wir... Die Leiche kann nicht mehr sprechen, wir haben schon mit ihm geredet? Okay. Ja, dann macht's nichts. Dann machen wir jetzt einfach ganz schnell das, was wir vorher gemacht haben. Vielleicht verstehe ich auch dieses Mal, wenn ich nicht total müde im Kopf bin, besser die Dynamik von dem Gespräch, was da los war. Ich habe es gar nicht so richtig kapiert. Aber ich glaube, die haben für die Teufelin, Dämonin, wie auch immer gearbeitet, die uns versklavt hat, die Kalaf versklavt hat. Keine Ahnung. Wir können natürlich auch kurz uns hier umschauen, aber ich will jetzt natürlich diese... Guckt mal. Toter Knoll, toter Knoll, toter Knoll, toter Knoll. Ich will jetzt auch gar nicht diese Info, die ich da habe, so massiv missbrauchen, dass ich dann jetzt um das herumspiele, sondern wir werden im Großen und Ganzen, wir werden nicht exakt das Gleiche machen, aber wir werden im Großen und Ganzen das machen, was wir vorher getan haben. Das Einzige, was ich tue, ist jetzt noch hier oben das Ganze looten, weil wenn wir dann gegen die Frau kämpfen müssen, ein lustvoller Pakt, wenn wir gegen die Frau kämpfen müssen, die da auch die Händlerin ist, dann können wir danach natürlich nichts mehr verkaufen. Dies ist ein Ausdruck aus dem Theaterstück Ein lustvoller Pakt, das wegen seines derben Inhalts in mindestens 4 Städten nicht aufgeführt werden darf. Der Skandal um das Stück hat dazu geführt, dass es in zahlreichen illegalen Auflagen gedruckt und verkauft wird. Also bitte ab 18. Erzähler. Kommt ihr Leute, kommt und höret mich erzählen von einem Mann, den Schmerz und Trauer grausam quälen, denn oh, was soll der Liebsten er nur schenken? Unser Cambion frohlockt, wird er doch dieses Spiel nun lenken. Auftritt Robert, männlicher Tiefling, weinend, Carlisle von rechts, Blitze und Rauch. Carlisle. Busche, ha, ich weiß, warum ihr weint. Ich wette, dass euer Weib sucht Trost in eines anderen Bette. Die Lippen leckt sie sich und seinem Namen ruft sie aus. Und diese Pein und Schmach, es ist ein Graus. Robert. Wie kann ein Fremder all das wissen, sagt Carlisle. Ich stehe in den Schatten, sehe euch und sehe. Der naturgemeine Tücke beschämt euch, tut euch weh. Zurückgewinnen wollt ihr euer Weib, ihr Bett, auf das sie euren Namen wieder auf den Lippen hätt. Ihr wisst um meinen Fluch, mein Schmerz, mein Leid, mein Weh. Ich weiß, ihr wünscht euch einen größeren Pflug, denn für ihre Furcht, denn für ihre Furche ist eurer, ihr nicht groß genug. Euch fehlt ein strammer Mast, ihr braucht einen neuen, um Weibsbilder ins Bett zu führen und zu erfreuen. Lol. Das ist so richtiger, also genau so stelle ich mir auch in der Vergangenheit verbotene, lustvolle Texte durch, wenn man sich heutzutage an den Kopf greift und denkt, mein Gott, das ist ja gar nichts. Und damals war das halt schon total verpönt und oh mein Gott, ganz böse, ganz böse. Von daher ist er sehr lustig auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt da reingehe, nicht, dass ich da jetzt... Ach ja, da kommen wir da oben raus. Nee, das machen wir nicht. Da kommen wir genau in dem Raum raus, wo dann die da drinnen stehen. Das möchten wir nicht. So, dann looten wir hier erstmal alles, bevor wir mit der Dame reden. Dann müssen wir nämlich nicht so viel, ich meine, wir werden die natürlich platt machen und besiegen und dann müssen wir nicht so viel mitschleppen, wenn wir jetzt,
erstmal alle die Sachen einsammeln, die wir noch einsammeln können. Und die dann logischerweise verkaufen. Ah, die Sachen können wir nicht looten. Let's see. Was ich mir auch überlegt habe bei diesen vergammelten Sachen, vielleicht kann man da doch mal irgendwann was draus machen. Man kann doch bestimmt irgendwann selbst zum Beispiel Gift, ja Gift ist sowieso, aber vielleicht kann man auch selbst irgendwann Giftpfeile oder sowas herstellen. Aber würde es nicht dastehen, wenn man das benutzen kann für Alchemie oder zum Craften von irgendwas? Vergiftet, erleidet einen Nachteil bei Angriffswürfen und Attributswürfen. Ich verstehe es nicht so richtig. Ist das denn wirklich nur dafür da, damit man sagen kann, ja, es verfaulen halt. Unsere Welt ist so realistisch. Guck mal, wie realistisch und cool unsere Welt ist. Es verfaulen sogar irgendwelche Nahrungsmittel. Ach, jetzt habe ich es genommen. Ich weiß es nicht, ob es so wirklich nur daran liegt. Das ist merkwürdig. Aber vielleicht erfahren wir es ja auch irgendwann noch. Humpen. So. Der Teller war was wert. Der Blechteller war nichts wert. Was mit der Tasse? Die war... Also, die sind schon was wert, aber zu wenig, als dass ich Bock habe, das mitzunehmen. An empty box. If I were a cat, this would be a great find. Ah, der Schlegel war doch, glaube ich, auch besser, was den Wuchtschaden angeht. Gut, gut, dann looten wir den... Ach Moment, Seelenmünze. Ja, jetzt sehe ich wieder nichts. Wir sollten wohl in Zukunft auch immer erstmal mit Toten reden, bevor wir irgendwas anderes machen, deswegen... Aber wir speichern mal nicht, dass wir jetzt mit Toten reden, er uns erzählt, ey, die haben uns hier umgebracht, die sind nicht, was sie vorgeben. Und dann können wir... Beharrlichkeit nach Bestätigen ausgelöst. Ripe with magic. Egal. Genau, wir reden mal mit dem Toten. Corpse regards you lifelessly. Wie seid ihr gestorben? Sariel's brute destroyed me. Ihr habt ein Knollrudel getötet, wie? The Pact. Power. Ein Pakt, mit welchem Teufel hattet ihr zu tun? Fallen Lady Zariel. Genau, diese Zariel, für die waren wir die Sklavin und die behaupten hier nämlich, die wären was anderes. Warum habt ihr einen teuflischen Pakt geschlossen? Power. Strength. Und trotzdem sind sie gestorben. Wer seid ihr? Inferno Servant. So long I've forgotten. Why? The spell's power wanes. You can ask no more questions. Jetzt wissen wir es. Wo ist die Händlerin? Da, okay, wir speichern. Nochmal. Ich will vor allem die ganzen geilen Pfeile von ihr kaufen. What's next, I wonder? Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Was ist euch zugestoßen? Wie viele habt ihr verloren? Was ist euch zugestoßen?
The Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. Lüge. Wir wissen schon, dass es eine Lüge ist und wir haben uns alles beim letzten Mal angehört, deswegen klicke ich weiter. Both stalwarts of Tyr, sworn to uphold justice. Ja, also die wird uns die Wahrheit nicht verraten, obwohl wir jetzt schon ahnen können, können wir nicht diese Gesprächsoption nehmen. Ah ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das Problem, was ich hier habe oder was ich sehe bei dem Spiel, der hat ja alles mega krasse Konsequenzen und es ist cool gemacht und dann ist plötzlich A nicht mehr möglich, wenn man B gemacht hat oder umgedreht, wie zum Beispiel mit diesem Mole, diesem kleinen Typ da in dem Hain, der uns dann nicht mehr wohlgesonnen ist, weil wir nicht verhindert haben, dass dem Typ da ein paar geklatscht wurde. Und das Problem, was ich mit diesen Konsequenzen habe, man kann ja sagen, oh, das ist halt wie im echten Leben mit Realismus und Dinge, die man tut und was man sagt, das hat halt Konsequenzen. Nee, das ist halt nicht so, weil es ist nicht wie im echten Leben, weil ich kann ja nicht dagegen argumentieren, wenn da irgendwas passiert ist. Ich konnte dem Mol halt nicht sagen, hey, ich stand einfach nur da, hab das Gespräch gehört und mir war nicht bewusst, dass der jetzt direkt zuschlägt, sonst hätte ich was dagegen gemacht. Tut mir leid. Dafür habe ich aber dem anderen am Strand geholfen, der wäre ja sonst gestorben. Das ist ja wohl deutlich wichtiger, dass der nicht stirbt. So. Und dann wäre wohl im echten Leben ein Einsinn gewesen von dem kleinen Junge, oder war das sogar ein Mädel, ich weiß gar nicht. Und ja, es wäre anders ausgegangen. Also das ist das Problem. Man hat ja nur die Möglichkeiten, die einem das Spiel vorgibt. Es ist zwar cool mit diesen ganzen Konsequenzen, aber es ist eben nicht so, dass man wie im echten Leben da den Realismus reinbringt, nur weil man mega krass alles in irgendeiner Konsequenz stellt, weil man kann ja immer nur diese Gesprächsoption und diese Stränge weitergehen, die ein Angebot wird. Man hat keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu gestalten, selbst zu entscheiden, was man danach darauf reagiert oder so. Das ist das, wo ich sage, okay, und wenn ich dann halt mal was lade, weil mir nicht klar war, dass dann die Konsequenz direkt so merkwürdig ist, dann mache ich das halt. Gut. Zeig, was ihr anzubieten habt. Also ich könnte jetzt zwar auch alle ihre Vorräte nehmen, aber ich will jetzt, wie gesagt, nicht komplett anders spielen. Und dann kämpfen wir wahrscheinlich auch direkt, das will ich auch nicht. Den Flegel behalten wir, dafür können wir das Großschwert verkaufen und das Langschwert und die Armbrust, das und den Streitkolben auch. Ja. Kettenhemd. Oh nein, Moment. In Tyr's name. Ah, toll, ich habe nur noch Sound auf meinem rechten Ohr. Sein Mist. Das heißt, ich habe wieder einen Wackelkontakt. Moment. Okay, schon weg. Nice, das ging schnell. Genau, wir wollen natürlich das Kettenhemd unserem Waldläufer geben, der sowas tragen kann. Aber ich glaube, das war's auch schon. Das können wir direkt eigentlich ans Lager senden. Seelenmünze wollen wir jetzt eh nicht benutzen und dann können wir weiter verkaufen. Let's see what I can glean. I'm still looking to shift some supplies. Don't have much to spare. It's more than we can carry. Fackel haben wir schon. Das hat er, genau. Wir brauchen nicht mehr als eine Fackel normalerweise. Oder? Naja, eigentlich nicht. Kerzen benutzen wir sowieso nie. Ja, wenn wir irgendwann doch nochmal mitbekommen, hey, das verfaulte Essen ist für irgendwas gut, dann werden wir es auch wieder finden. Ich verkaufe das jetzt erstmal. So, das passt. Langschwert, was hat sie für eine Schadenhieb? Ich glaube, wir brauchen nur Wucht extra, sonst brauchen wir nichts. Wollte nur kurz gucken, ob er schon dieses Rab hier hat. Sehr gut. Angel, ich glaube, wir können nicht angeln, oder? Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir in irgendeiner Form irgendwo angeln könnten. Wenn wir an irgendeine Stelle kommen, wo wir doch angeln, dann werden wir sie wahrscheinlich auch da wieder finden. Auch Pulverbombe, stachelige Knolle werden wir sowieso nicht verwenden. Ist auch fast nichts wert. Was?
Die ätzende Knolle ist auch nur ein Gold wert, aber die ist auch viel geiler wegen Säure. Ich glaube, Säure sorgt dafür, dass man sich nicht heilen kann, oder? Mit ätzender Brühe bedeckt, erleidet 1 bis 4 Schaden pro Zug. Bis zur langen Rast. Ach, Säure hält für immer, oder was? Bis zur langen Rast, okay. Damit haben wir... Hier haben wir noch was. Damit haben wir alles verkauft. Und wir kaufen auf jeden Fall alle Pfeile. So, Schriftrolle, Messpfeil. Ich glaube, die Schriftrollen brauchen wir nicht unbedingt. Ist auch ziemlich teuer. Diebesgut haben wir genug. Heiltränke, glaube ich, sind noch ziemlich geil. Die kaufen wir mal alle. Was ist das? Pfeil des Blitzes. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Gut. In Tyr's Name. Ja, in Tyr's Name. Du lügst mich doch an. Du lügst mich doch an. Gut. Jetzt schauen wir nochmal. Wir verteilen nochmal die Heiltränke. Vier, drei, drei. 5. Ich glaube, der braucht nicht 4. So. Dann speichern wir nochmal. Und jetzt gehen wir rein, als wenn wir von nichts wüssten. Das heißt, ich platziere jetzt auch nicht mit Absicht hier irgendwie gut meine Helden, sondern ich gehe einfach so rein. Ich denke, hey, mit Schattenherz rede ich immer, also gehe ich mit Schattenherz zuerst rein und wir machen es dann so. Cut it out. It's worse than gnolls out there. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Would that worry you? Paladins! Tarms! The devil has found us! Immer langsam, ich glaube, verwechselt mich da mit jemandem. Ich bin keine Teufel, worum geht's eigentlich? Immer langsam, ich glaube, verwechselt mich da mit jemand anderen. Our Lord Tyr told us of your guise. The one-horned tiefling hiding the devil within. Servant of Zariel. Soldier of the Blood War. Und ich werde aber diesmal die 1 nehmen, das fand ich beim letzten Mal interessant. Tyr, Gott der Gerechtigkeit, nicht wahr? Wenn er ihm wirklich dient, dann wisst ihr, dass ich Zariels niemals willentlich gedient habe. The God of Justice never speaks false. The God of Justice may not be a liar, but this so-called Paladin most certainly is. So. Sag mir, wer ihr wirklich seid. Wir müssen natürlich das Erste nehmen. Genug der Theatralik. Wer seid ihr wirklich? You always were sharper than her ladyship gave you credit for. My Karlach is a cudgel, she'd say. No finesse to speak of, but useful for cracking skulls. She made you what you are, Karlach. She wants you to come home. Alive, if possible. Dead, if not. So, okay, diesmal habe ich es verstanden, weil ich habe auch jetzt nochmal mit dem Toten geredet, ich habe es kapiert, also die arbeiten für diese Zariel, die uns versklavt hatte, die machen es aber freiwillig, sind freiwillig diesen Pakt eingegangen und die sind auf der Suche nach uns und sollen uns zurückbringen, wie die uns gefunden haben, keine Ahnung, und wir wollen das natürlich nicht. Ihr hättet das mit dem Paladin von Tyr lassen sollen, um euch mir zu stellen, wie ihr wirklich seid. Avernus war nie mein Zuhause, es war mein Gefängnis, ich gehe nie wieder dorthin. Das hatten wir beim letzten Mal genommen und ich glaube, das nehme ich auch. Avernus war nie mein Zuhause. Es war mein Gefängnis. Ich gehe nie wieder dorthin. Dead it is then. So, wir haben uns nicht positioniert. Konzentration, Zeichen des Jägers. So, unser Waldläufer. Wir haben einen Waldläufer. Ich freue mich immer noch so. Ist jetzt hier 95%. Ich finde das so krass. Plus Bogenschießen. Ich fände es halt... Untersuchen sie gegen irgendwas, serielle Händlerin. So krass, was der für eine Genauigkeit hat. Mit seinem Bogenschießen.
Liegt es an der Geschicklichkeit? Wahrscheinlich schon, oder? Und plus 3 auf Geschicklichkeitswürfe, weil er darin geübt ist. Plus 5 auf Rettungswürfe von Geschicklichkeit, plus 2 aus Übung. Ja, deswegen hat er so eine hohe Genauigkeit da. Ich finde das so geil. Die hat 31, die sind auch schon Stufe 4. Ich will mal kurz gucken, was die hier alles haben. Stufe 5, das ist der Chef, okay. Stufe 4. Ach, es sind ja nur 3. Das ist wieder einfach. Gut, ich glaube, wir müssen sie hier mit ihm platt machen, weil sonst... Was ist denn das? Das ist eine Bonusaktion, das ist schon mal sehr gut. Weil die sonst uns in den Rücken fällt und wir wollen natürlich von der Ferne angreifen können. Das geht aber nur, wenn die nicht bei uns dran steht, sonst nervt die rum. Die hat 31. Dornenhagel. Macht keinen Sinn. Fesselnder Schlag. Dein Angriff beschwört Dornenranken, die dein Ziel möglicherweise fesseln. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. 5 bis 10 ist aber eine Aktion und eine Bonusaktion. Das heißt, ich kann nicht mehr Zeichen des Jägers einsetzen, aber ich kann die halt eh nicht vernichten mit einem Schlag. Ich meine, ich könnte zwar Pfeil des Ilmata. Wenn das nicht. Okay, 6 bis 14. Das Untoten töten, das wollte mich wirklich aufheben gegen Untote. Pfeil der Säure und explodiert zu einer Säurewolke, die zusätzlich 2 bis 8 Säureschaden bewirkt. Dauerhaft. Verringert die Rüstungsklasse um 2. Ist nur eine Aktion. Okay. Ist nur eine Aktion. Wir könnten also Zeichen des Jägers machen. Moment mal, was habe ich denn hier noch rumliegen? Achso. Pfeil der Säure, Pfeil des Eises. Dass er eventuell hinfällt, dann bleibt die liegen dauerhaft. Eis, schwierige Gelände, die Bewegungsrate ist halbiert und Kreaturen sind sturzgefährdet. Ja, das ist ziemlich gut. Ich glaube, dann nehme ich Zeichen des Jägers. So, jetzt kriegt die mehr Schaden. Und dann mache ich den Pfeil des Eises. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die liegen bleibt. Mit dem... So, mit der Säure bekommen wir sie auch nicht platt. Wir wollen sie eigentlich auf der Distanz halten. Und das schaffen wir eventuell mit dem Pfeil. Deswegen würde ich sagen, machen wir den auch. So, sehr gut. Was? Rettungswurf gelungen? Ja, schade. Naja, aber macht nichts. Sie bleibt jetzt erstmal liegen. Wir könnten natürlich jetzt weiter weggehen. Dann kommt sie wahrscheinlich nicht an uns ran. Ich glaube, das mache ich auch. Two steps at a time. So. Bleiben wir hier stehen. Und dann würde ich sagen, bevor es weitergeht, machen wir hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, bleibt cool.